Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge des Podcasts Inside Inside. Hier ist Sandra Heim und ich bin heute hier mit meinen Kolleginnen Lea Wernli Hallo. und Shelia Stevens. Hallo zusammen. Und dies ist der dritte Teil unserer Einführung in die Three Principles. Wir hatten schon die Folge Mind, die Folge Thought und heute wird uns Shelia etwas zu Consciousness erzählen, Bewusstsein. Und ich gebe direkt an dich das Wort weiter, Shelia. Dankeschön, liebe Sandra. Ja, gestern begann ich darüber nachzudenken, was habe ich zu Consciousness gesehen? Und der erste Satz, der gekommen ist, war auf Englisch. Also als Native English Speaker habe ich häufig Gedanken auf Englisch. Und was kam war, Consciousness is the seeing of the experience and not the being of the experience. Auf Deutsch übersetzt, so gut ich kann, Consciousness ist das Sehen und Wahrnehmen der Erfahrung und nicht die Erfahrung zu sein. Und das Bild, was mir kam, und häufig in dieser Unterhaltung reden wir in Metaphern, weil wir sprechen über etwas, wo es eigentlich keine Worte dafür gibt. Aber was mir kam, war eine Zeit in der Schule. Ich bin in Amerika, in Florida, in die erste Klasse gekommen, in eine kleine christliche Schule. Und wir hatten dort schon Computer. Also das Jahr war wahrscheinlich 1980, 81, unvorstellbar, aber das war, ja, war bei uns. Und wir durften in einen Raum, wo diese Computerstationen aufgestellt waren, es waren zwei, drei Stück, und es gab so einen Korb, und in diesem Korb waren diese ganz großen Floppy Disks. Könntet ihr euch erinnern an die Floppy Disk? Die sind also ganz flexible Datenträger, und innen drin war so ein mysteriöses Teil mit Infos drauf. Und bei uns in diesem Korb waren verschiedene Dinge an den Floppy Disk. Es gab manchmal Lernspiele, wenn du es genutzt hast, hast du deine Buchstaben gelernt oder du hast gelernt Seelen. Also da waren so Lernprogramme drauf. Es gab aber auch auf dem Floppy Disk Spiele, also Ping-Pong. Wisst ihr noch, wo Ping-Pong zwei Striche war am Bildschirm und dann so ein kleiner Dings dazwischen, so ein kleiner Ball? Hieß das nicht Atari oder irgendwie sowas? Bevor es Atari gab, gab es diese anderen Dinge. Oder vielleicht wurden sie parallel entwickelt, ich weiß es nicht. Aber das hatten wir auch. Das Problem war, ist irgendein böser Schüler, das ist ganz gemein, das sage ich nicht, aber ein ganz kreativer Schüler ist irgendeines Tages auf die Idee gekommen, der nimmt alle Labels ab, alle Beschriftungen. Also wenn du den Korb bekommen hast, hast du gar nicht gewusst, was du bekommen wirst. Das war nicht beschriftet und kein Lehrer hat sich die Mühe gemacht, hinzusetzen, alle, ich weiß nicht was, 20 Dinge nochmal anzuschauen und zu beschriften. Und so haben wir einfach wie überraschungsmäßig was bekommen. Und vielleicht wisst ihr noch, wie das damals war. Und wenn du zu jung bist dafür, ich erzähle es euch. Du hast diese Floppy Disk in den Rechner reingesteckt. Und wenn der Rechner schon an war und hochgefahren, was eine halbe Ewigkeit gedauert hat, erschien das Spiel oder das Lernprogramm auf dem Bildschirm. Der Computer hat quasi diese Energie, diese Informationen, diese Erfahrung auf der Floppy Disk zum Leben erweckt. Und man konnte spielen, man konnte lernen, man konnte die Erfahrung wahrnehmen. Und so ist es auch für uns Menschen. Das System Mensch ist
nicht so viel anders als dieser Floppy Disk und dieser Computer von 1980, 81. Thought ist der Floppy Disk. Thought ist die Erfahrung. Und wir wissen nicht, welche wir bekommen werden in den nächsten 5 Minuten, wie Lea in der letzten Episode gesagt hat. Aber unser Consciousness, wenn die Erfahrung in unserem Feld des Bewusstseins drin ist, erweckt diese Erfahrung zum Leben. Und der einzige Unterschied zwischen dem Computer und uns ist, dass der Computer erweckt die Erfahrung zum Leben durch leuchtende Pixel auf dem Bildschirm über Strom und ich weiß nicht was, Circuitry. Und bei uns, das Geschenk Consciousness, erweckt Thought zum Leben durch unsere Sinne. Wir fühlen diese Erfahrung, wenn sie da ist. Und durch das Fühlen wird Gedanke von einem neutralen Energiefeld zu einem persönlichen, spürbaren Erlebnis in uns. Und Lea hat so schön gesagt, Thought fühlt sich manchmal sehr persönlich an. Natürlich fühlt Thought sich persönlich an, weil es wird zum Leben erweckt in unserem persönlichen Körper. Wir fühlen unsichere Gedanken vielleicht in unserem Magen oder wir fühlen Intuition vielleicht in unserem Herzen, egal wie das für dich erscheint. Die Form, wie das zum Leben erweckt wird, ist durch uns. Nur wir würden witzigerweise nie auf die Idee kommen, zu meinen, wenn ein schweres, blödes Spiel in den Computer plötzlich drin eingeschoben wird, dass der Computer daran schuld ist. Als Kind mit 5, 6 Jahren hätte ich gewusst, Mann, ich habe im Korb zu einem Spiel gegriffen, was mir nicht gefällt. Ich hätte wahrscheinlich das rausgenommen und ein neues reintun. Das können wir nicht, weil wir dürfen nicht entscheiden, welche Gedanken uns passieren. Aber wir dürfen sehr wohl entscheiden, ob wir weiterspielen wollen mit der Erfahrung oder nicht. Was auch noch da ist, und das ist mir gestern ganz klar gekommen, Consciousness oder Bewusstsein oder Wahrnehmung, wie man auf Deutsch sagen würde, die Tatsache, das universelle Geschenk, das wir wahrnehmen, erweckt nicht nur Gedanken zum Leben durch unsere Sinne, sondern wir spüren auch die Energie, die der Computer leben lässt. Also wenn du dir vorstellst, dieser Computer hat eine Kabel, es muss irgendwo angeschlossen sein. Wir fühlen Mind, wir nehmen Mind wahr. Sandra hat es so schön in der ersten Episode zu dieser Serie gesagt, Mind kommt mit einem tieferen Gefühl, mit einem ruhigen Gefühl, mit einem für mich entlastendes Gefühl. Und wir können immer wahrnehmen, die persönliche Erfahrung, die durch Thought da ist in unser Feld des Bewusstseins. Und wir fühlen auch das Leben. Und das ist gleich und es ist unterschiedlich. Wir können die Quelle auch wahrnehmen. Und deswegen ist es auch ein praktisches Prinzip. Mhm. Wir können erkennen, wo bin ich gerade? Bin ich gefangen in dem Sturm meiner Gedanken, gerade glaubend, dass das wahr ist und ich das bin? Das spüre ich, meine Sinne nehmen dieser Ort, wo ich gerade bin, wahr. Oder spüre ich durch meine Sinne, dass ich in dem klaren Feld meines Bewusstseins bin, mit ein paar Sprenkeln von Erfahrungen, die mein Leben bereichern, aber mich nichts anhaben können. Und das bringt uns zu einem wahnsinnig wichtigen nächsten Punkt zum Consciousness, nämlich
wenn wir wissen, und ich wiederhole den englischen Satz, weil er mir einfach so gut gefällt, der ist gestern so frisch durch mein gekommen. We are the seeing of the experience and not the being of the experience. Ja, wenn ich das weiß, dass ich das einfach alles beobachte und wahrnehme durch meine Sinne, wie ich bin ein Gefäß, wodurch eine Erfahrung durchpassiert, dieses Transzendente, wie Sandra gesagt hat in der letzten Episode, dann bin ich auch sicher, nichts, was in diesem Feld erscheint, kann mich nur ansatzweise was anhaben. Ich bin die Beobachterin der Erfahrung. Ich bin unantastbar. Ich bin unkaputtbar. Ich bin einfach diese neutrale Augen, in Anführungszeichen metaphorisch. Und das ist so wichtig, weil wenn ich die Erfahrung bin, dann ist das verdammt gefährlich. Dann komme ich dabei vielleicht um. Wenn ich die Erfahrung bin, dann halte ich vielleicht nicht aus das, was mir geschieht während dieses Menschenlebens. Wenn ich die Erfahrung bin, kann ich unter Umständen kaputt gehen. Aber wenn ich sehe, I see the experience, ich bin safe. Und ich brauche keine Angst zu haben vor der Erfahrung, die gerade durch passiert. Und das ist ein Unterschied, der ein wahnsinniger Unterschied in unserem Menschenleben machen kann. Und das ist mein Input zum Consciousness. So schön, liebe Shelia. Mhm. Es fühlt, also was ich jetzt so gefühlt habe und wahrgenommen habe, als du gesprochen hast, ist, ich sitze hier und vor mir ist der Bildschirm und ich sehe uns drei auf Zoom. Ich schaue dir zu auf Zoom. Ich nehme dich wahr. Und ich bin dieses Bewusstsein, was dir zuhört, was dich wahrnimmt. Und das ist außerhalb meines Körpers. Total. Vielen Dank. Mir kam einfach noch so ein Gedanke. Ich habe so die Erweiterung des Bewusstseins auch gespürt durch das Seeing. Also auch diese menschliche Erfahrung fühlt sich negativ an oft für uns, wenn wir drin sind. Manchmal auch wunderschön, aber in diesem wahrzunehmen, was mit uns passiert, eben das, ich sehe es, ich nehme es wahr, dass das dieses Bewusstsein auch vergrößert, dass das jede Erfahrung auch ein Teil vom Ganzen wieder ist. Dass das nicht so gut oder nicht gut drin oder draußen, aber im Wahrnehmen noch mehr an Leben fühlbar wird. Und durch das auch dieses Bewusstsein sich erweitert oder verändert oder eben erhöht, in Anführungszeichen.
Das war noch so ein Teil. Und in dem, was du erzählt oder gesagt hast, habe ich wieder so dieses Eins dieser drei Prinzipien auch gespürt. Es ist eins. Ja. Und es sind drei. So. Ja, das ist vielleicht auch gut zum Hindeuten, Lea, der Sydney Banks, von dem diese drei Prinzipien stammen, insofern, dass er die Beschreibung von dem, was er gesehen hat, in einem Moment des tiefen Sehens über das Leben und wer wir sind, was er sah, war eins. Und später kam diese Sprache oder diese Teilung, die uns hilft, weil wir Gehirne haben, besser zu begreifen, besser zu deuten. Es hilft uns einfach, ein bisschen besser zu deuten in eine Richtung. Aber er sah Mind, the Oneness, the Energy of all things. Ja. Ich hatte irgendwie jetzt noch, und ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob wir das schon mal hatten in einer Folge, dieses Bild von den russischen Puppen im Kopf. Nein. Kennt ihr das? Also es gibt diese russischen Puppen und du hast eine große und dann machst du die auf und dann kommt die nächste. Mhm. Und dann machst du die nächste auf und dann kommt die nächste und am Schluss hast du so eine ganz kleine. Und in Bezug auf Bewusstsein hatte ich gerade so das Bild im Kopf, als du das so schön erzählt hast und so fühlbar gemacht hast irgendwie, dass ich sitze jetzt hier und besitze ein gewisses Bewusstsein, mit dem ich wahrnehme und beobachte. Mhm. Und dann geht das aber weiter. Also in dem Moment, wo ich Bewusstsein ausdehne und meine Fähigkeit wahrzunehmen ausdehne, dann kommt die nächste Sandra, die nächste Puppe, die dann die beobachtet, die jetzt beobachtet. Mhm. Und so geht es immer weiter und am Schluss landet man dann wahrscheinlich bei Mind. Ja. Mhm. Bei der Quelle. Mhm. Ah. Mhm. Ja. Ich glaube, das war ein wunderbarer Abschluss für heute. Seht ihr das auch so? Es ist so voll. Nimmst du uns raus, Lea, mit dem? Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du irgendein Gefühl dafür bekommen hast. Auch wenn die Worte dich allenfalls auch verwirren können oder nicht die Worte sind, die du gebrauchen würdest. Wir glauben, dass es dieses Gefühl unter den Worten ist, das dich in die richtige Richtung weist, nämlich nach innen, zu dir, in Richtung Mind, wo du deine Einsichten und Aha-Momente haben wirst, auch in Bezug auf dein Leben und dein Sein und die drei Prinzipien. Genau, und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Tschüss. 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 Tschüss.